Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank nochmals an die Organisatoren in Stange, dass ich heute vortragen darf. Das ist natürlich nicht immer selbstverständlich. Es geht in meinem Vortrag, Sie sehen, um Arzneimittelinteraktionen durch pflanzliche Arzneidrogen. Und ich will das Ganze mal kritisch bewerten und schauen, was da überhaupt klinisch relevant ist, weil Sie wissen, dieses Thema geht doch nunmehr seit fast 15 Jahren durch die Presse und man könnte den Eindruck gewinnen, dass wenn man ein pflanzliches Präparat zu sich nimmt und vielleicht gleichzeitig ein Schmerzmittel oder ein anderes synthetisches Medikament, dass man tot umfällt. Das ist also sehr drastisch dargestellt worden zum Teil in den Medien und schauen wir mal, was daran wirklich dran ist. Wenn man eine Literaturrecherche macht, zum Beispiel in PubMed zu diesem Thema, eben Drug Interaction and Herbal, und dann bekommt man eine Wahnsinnsanzahl an Publikationen, sowohl hier gelb dargestellt an Originalarbeiten als auch mittlerweile an Reviews. Sie sehen, das geht vom Jahr 1997 an fast exponentiell nach oben. Das war also jetzt 2013. Und Sie sehen, wir sind hier alleine schon bei den Reviews bei einer stattlichen Zahl von 500 Arbeiten angelangt. Und die Frage, die sich uns doch jetzt aufdrängt, ist, was ist da jetzt an Substanz da? Also wenn so eine hohe Anzahl an Publikationen über Wechselwirkungen zwischen pflanzlichen Medikamenten und synthetischen Arzneistoffen existieren, dann müsste doch auch irgendetwas belegbar sein, irgendetwas müsste doch da dran sein. Und das ist eben die große Frage. Ich will aber jetzt ganz kurz nochmal in die Materie einsteigen und ein paar Dinge für Sie rekapitulieren. Wenn man über Arzneimittelinteraktionen spricht, teilt man diese einmal in die pharmakodynamischen Interaktionen. Also hier ist es die pharmakologische Wirkung, die beeinflusst wird und nicht die Pharmakogenetik. Ein sehr gutes Beispiel ist, wenn Sie zum Beispiel Benzodiazepine nehmen wie Diazepam und trinken Alkohol dazu. Das wäre eine klassische pharmakodynamische Interaktion, weil die sedierende Wirkung der Benzodiazepine oder auch hypnotische Wirkung, je nachdem, was Sie eingenommen haben, die wird verstärkt. Und das andere wäre eben die pharmakokinetische Interaktion und die ist es eigentlich, die bei dieser Diskussion im Vordergrund steht, nämlich die Bioverfügbarkeit vor allem, also das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der ein Wirkstoff, ein Arzneistoff am Wirkort anflutet, die wird erhöht oder vermindert durch eine Beeinflussung der sogenannten ATME-Parameter. Und das ist Ihnen wahrscheinlich auch geläufig, die ADME-Parameter, das ist die Absorption, die Distribution, also Verteilung, der Metabolismus und die Elimination eines Arzneistoffes. Diese Parameter, diese vier Parameter, die werden beeinflusst eben bei pharmakogenetischen Interaktionen und darauf will ich jetzt näher eingehen und zwar, was sind die Mechanismen, die für diese ATME-Parameter wichtig sind? Nun einmal, wenn Sie einen Arzneistoff einnehmen, dann muss der irgendwie im Dünndarm löslich sein und das bestimmt natürlich das Flüssigkeitsvolumen, was Sie im Dünndarm für die Lösung zur Verfügung haben. Was glauben Sie, wie viel Flüssigkeit haben wir im Dünndarm zur Verfügung für die Lösung von irgendwelchen Arzneimitteln, die wir einnehmen? 1000 Milliliter, 500 Milliliter? 3 Liter. 200, also im Dünndarm sind es 20 Milliliter ungefähr, die Sie letztendlich für die Lösung haben. Deswegen stelle ich die Frage, weil die meisten vollkommen daneben liegen. Ich dachte auch, das müsste doch mindestens ein halber Liter sein, das ist ganz wenig. Und deswegen ist auch die Löslichkeit so wichtig von diesen Substanzen. Das gilt natürlich auch für Phytotherapeutika, auch da müssen die Substanzen löslich sein, obwohl da das Problem eher weniger akut ist wie bei den Arzneistoffen. Die Lipophilie oder Hydrophilie, also Wasserlöslichkeit der Substanzen, pKs-Wert, also sind sie sauer oder sind sie basisch oder sind sie neutral. Dann ganz wichtig, der Metabolismus im Dünndarm, in der Leber und in der Niere. Vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren hätte man den Dünndarm hier gar nicht gesehen, weil wir wissen mittlerweile, es ist nicht nur die Leber, die Arzneistoffe verstoffwechselt, sondern es ist auch der Dünndarm und hier diese große Oberfläche, die für den Arzneistoffmetabolismus wichtig ist. Wir unterteilen zwei Phasen, einmal in der Phase 1, da sind es hauptsächlich die Zytochrome, die Zytochrom-P450-Enzyme in Dünndarm und Leber. Und das sind die wichtigsten, die brauchen Sie sich nicht alle zu merken, CYP1-SAT2, CYP2-C9, CYP2-C19, CYP2-D6 und das CYP3A4, das habe ich hier mal grün markiert, das sollten Sie sich vielleicht merken und das ist auch genau das, was die Frau Schrubasik vorhin schon genannt hatte bei Hapagophytum. Das wurde nämlich nicht gehemmt durch den Teufelskrallenwurzelextrakt. Und zwar ist dieses Enzym so wichtig, weil es nicht nur im Dünndarm sehr stark, sondern auch in der Leber und auch in der Niere exprimiert wird und sehr viele Arzneistoffe
Arzneistoffe verstoffwechselt. Das kann man sich relativ gut merken. In der Phase 2, die Konjugationsreaktionen, haben wir dann die Glucuronosyltransferasen und Sulfotransferasen, die wir eigentlich sehr genau kennen. Warum? Gerade in der Phytotherapie, denken Sie an Flavonoide zum Beispiel, die werden schon im Dünndarm und auch in der Leber sehr stark glucuronidiert und auch sulfatiert, sodass Sie häufig diese Phase 2 Metaboliten dann auch im Blut wiederfinden. Dann haben wir den aktiven Transport, auch wieder im Dünndarm, Leber, Niere zum Beispiel, auch an der Blut-Hirn-Schranke. Er kann einwärts gerichtet sein oder auch auswärts gerichtet sein. Einwärts gerichtet werden es die sogenannten Uptake-Transporter, auswärts gerichtet die sogenannten Effluxtransporter, die etwas aus der Zelle herauspumpen. Sie kennen das vielleicht von der Multidrug-Resistenz bei Tumoren. Da ist es ein ganz bekannter Resistenzmechanismus, dass eben Substanzen aus der Zelle einfach wieder herausgepumpt werden und somit nicht zur Wirkung gelangen, ist ein großes Problem immer noch in der Krebstherapie. Dann natürlich die Ausscheidung, die Elimination, hier glomeruläre Filtrationsrate, Lebensalter, Niereninsuffizienz, das ist ein Punkt, den man beachten muss. Aber es ist tatsächlich so, wenn man über diese Wechselwirkungen bei pflanzlichen Arzneimitteln redet, da treten diese beiden Punkte doch in den Hintergrund und es bleibt vor allem der Metabolismus und der aktive Transport und beim Metabolismus hauptsächlich die Cytochrom-P450-Enzyme. Nun, warum ist das so? Das ist ganz einfach deshalb so, weil diese Enzyme im Dünndarm und in der Leber den größten Einfluss haben auf die Pharmakokinetik. Das heißt, sie werden sehr stark exprimiert, vor allem auch in der Leber und verstoffwechseln eben oder sind am Großteil der Arzneistoffe an der Verstoffwechselung beteiligt und eben auch dieser aktive Transport, das heißt Transporter, die im Dünndarm zum Beispiel Substanzen aus den Enterozyten heraustransportieren oder Substanzen in die Enterozyten aufnehmen, das wäre dann der Uptake. Das heißt, diese Cytochrom-P450-Enzyme zum Beispiel, die stehen im Vordergrund. Und dieses CYP3A4, dieses Cytochrom-P450-Enzym 3A4, das möchte ich Ihnen kurz etwas genauer vorstellen. Und zwar repräsentiert das 60% der Cytochrom-P450-Enzyme in der Leber und es besitzt eine extrem niedrige Substratspezifität.